Verführung an der Kinotheke ist groß. Das alles schmeckt deutschen Kinogängern. Mein Lieblingssnack ist Popcorn und Cola. Ja, also Popcorn entweder süß oder nachosalzig. Platz für was Süßes ist ja immer. Und bei der großen Auswahl, da kann man ja nur schwach werden. Warum ist das so? Was steckt im Kinofutter? Der Kinofoodcheck. Ist wirklich alles Sünde und welcher Snack ist am besten? Die drei Kinofans Charlene, Amelie und Valerie werden das herausfinden. Check 1. Popcorn oder Chips? Ich brauche eigentlich immer was zu knabbern, entweder Popcorn oder Chips. Ich habe aber immer Probleme, mich zu entscheiden. Weil Amelie glaubt, Popcorn ist die leichtere und gesündere Variante gegenüber fettigen Kartoffelchips. Doch ist Popcorn tatsächlich die bessere Wahl? So eine Tüte voll, die ja oft abgepackt wird, hat 740 Kilokalorien. Runtergerechnet auf 100 Gramm hat Popcorn satte 520 Kalorien. Im Vergleich dazu Paprika-Chips. Die schlagen mit 540 Kalorien auf die Hüfte. Das ist so viel wie ein Mittagessen. Ein Schock? War irgendwie klar, weil so süß wie das Zeug ist, muss es sein. Nö, habe ich nicht gewusst. Aber mein Gott, kann man mal machen. Popcorn oder Chips, beides gehört nicht zu den Supersnacks, weil zu fettig und schwer. Popcorn ist dennoch für viele die Nummer eins. Aber wenn schon Popcorn, dann lieber die salzige Variante. Weil Zucker im süßen Popcorn ja auch noch mal Kalorien mitbringt. Wie sieht es dagegen mit Nachos und Nüssen aus? Die rangieren auf Platz 2 der Hitliste beliebter Kinosnacks. Check 2, Nachos oder Nüsse? Nur eine Frage des Geschmacks. Also ich nehme immer Nachos mit Dip, die machen auch gleich ein bisschen satt. Kalorienmäßig die bessere Entscheidung. 100 Gramm Nüsse hauen nämlich mit 600 Kalorien rein. In Nachos mit Käsesoße dagegen steckt die Hälfte. Doch man sollte nicht nur Kalorien zählen. Die Nüsse haben ganz viele Omega-3-Fettsäuren. Sie haben ein tolles Eiweiß, ganz wertvolle Vitamine und Spurenelemente. Wenn man es vielleicht sogar schafft, nur die Hälfte zu essen, ist es ein Supersnack. Apropos Supersnack, was wünschen sich eigentlich Kinobesucher? Obst wäre eine Alternative. Obst wäre schön. Vielleicht so ein bisschen noch mehr Muffins oder sowas in die Richtung noch. Der Berliner Zoopalast setzt auf frische Snacks statt Fastfood. Valerie, Charlie und Amy futtern sich durch die Karte. Gemüsesticks mit Kräuterdip statt Chips. Zum Naschen gibt es verschiedene Käsevariationen statt Süßkram oder eine Brotzeit mit Schinken als Alternative zu Nachos. Und das schmeckt, auch wenn es 2-3 Euro teurer ist. Es ist auf jeden Fall mal was anderes und man fühlt sich auch gar nicht so schlecht, wenn man das isst. Denn es ist kein übliches Fastfood, vollgepumpt mit Zucker, Salz und schlechten Fetten. Doch solche Snacks gibt es bisher nur in wenigen Kinos. Zurück an die Theke ins Multiplex-Kino. Da lauert die süße Verführung. Check 3. Gummibären oder Schokolade? Was snackt besser? Schaut man genauer hin, stecken in 100 Gramm Schokolade 550 Kalorien. In Gummibären dagegen 340. Nehme mir mal vor, dass ich nur ein paar von jeder Sorte nehme. Aber am Ende ist die Tüte immer halb voll und dann esse ich sie natürlich auch. Aber ich denke mir, besser als Schokolade. Irrtum, denn die Menge macht's. Bei 180 Gramm Fruchtgummi, die sie eingetütet hat, könnte sie auch eine Tafel Schokolade verdrücken. Apropos Menge, bei Getränken sind Softdrinks in XXL an der Kinotheke der Hit. Dass darin viel Zucker steckt, ist kein Geheimnis. Aber Zucker und Süßstoff sind nicht ohne. Der Blutzuckerspiegel steigt sehr stark an und bewirkt, dass viel Insulin ausgeschüttet wird. Also fällt der Blutzuckerspiegel auch schnell wieder ab. Und das bedeutet wieder Essen, Essen, Essen. Heißhunger also. Deshalb greift man immer wieder in die Tüte. Wer also halbwegs gesund snacken will, sollte zu einer Handvoll Nüsse greifen. Gummibärchen sind nur in Maßen zu empfehlen. Nachos mit Salsa oder Käsesoße die bessere Wahl gegenüber der XXL-Tüte Popcorn. Und für diejenigen, denen es nicht egal ist, was sie essen, gibt es an einigen Kinotheken gesunde Alternativen. Holly Griffiths auf Extremdiät. Die 22-jährige Britin ist 1,72 Meter groß und wiegt nur 51 Kilo. Sie ist extrem untergewichtig, besonders in ihrem Zustand. Denn Holly ist im 9. Monat schwanger.